Servus, ich grüße euch und herzlich willkommen hier wieder auf meinem Kanal. Es geht heute wieder mal um einen Ausrüstungsgegenstand, und zwar den ich mir besorgt habe. Und zwar geht es hier um dieses kleine, feine Tomahawk. Ich habe ja normal einen Hulda-Force-Beil, wenn ich im Wald bin, um was zu bauen, Lager zu bauen, größere Hülse und so weiter zu spalten. Und aber wenn ich so kleinere Touren mache und wirklich für ein Holz für ein Hobo mache, brauchen wir so ein großes Beil eigentlich nicht. Deshalb habe ich mir das Teil hier besorgt. Und ich zeige euch das Besondere, was mir hier gut gefallen hat, weil die meisten Tomahawks, richtigen, sind ja eigentlich taktisch. Und die sind vor allen Dingen so gearbeitet, dass die immer an einer Seite diese Beilfläche haben und auf der anderen Seite der Spitz. Und das ist bei dem hier allerdings nicht so, denn hier ist es so, dass ich hier, nämlich hier, wenn ihr das sehen wollt, auf der einen Seite einmal eine Schneide habe mit einer leichten Keilwirkung und auf der anderen Seite einen Hammer. Ideal zum Einschlagen von Zeltnägeln oder Heringen halt, ne? Das ganze Ding aus Kunststoff, das ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber ist sehr leicht. Die Firma heißt COSXBO. Ganz komischer Name. Hier steht drauf FBIQQ, was immer das auch heißen mag. Ich habe das Ding bestellt in Amazon. Wie gesagt, habe ich mir selbst gekauft. Müsst ihr mal googeln, da gibt es verschiedene davon. Und das Ding hier kostet 20 Euro, 19 Euro noch was. Hat es zumindest für mich gekostet. Und ja, das Ding zeige ich euch jetzt mal, wie es funktioniert. Ja, und während jetzt hier mal mein Wässerchen kocht, dann gucken wir uns das Beilchen noch mal an. Ich habe mir hier einfach mal so einen alten Birkenstumpen hier mal geholt und einfach mal gucken. Also hacken kann das Ding. Ja, ist halt natürlich von der Gewalt her nicht so jetzt, wie ich sage, ich jetzt mal eine Hulda vor. Das ist ein ganz klarer Fall, aber das soll es ja auch gar nicht sein, ja. Aber man kann auch hier ohne Probleme. Wie ihr seht, das Ding ist auch echt gut scharf. Das hat mich gewundert eigentlich. Das funktioniert eigentlich recht gut. Ja, also wie gesagt, für so kleinere Unterfangen ist das Beilchen, für meine Begriffe reicht es auf jeden Fall. Und wie gesagt, für den Preis kann man so ein Ding immer mal mit in den Wald nehmen. So. Und hier mal einen Zeltschnagel reinschlagen. So, das war's auch schon wieder mit meiner kleinen Exkursion. Ich wollte euch auch nochmal das kleine Tomahawk vorstellen. Vielleicht ist das für den einen oder anderen auch interessant. Ja, und wie gesagt, wir werden uns jetzt wieder auf den Nachhauseweg begeben. Vielen Dank fürs Reinschauen. Ich wünsche euch alles Gute. Und falls wir uns nicht mehr hören, wünsche ich euch und euren Lieben eine, ja, frohe Weihnacht, ein gesundes und erfolgreiches Jahr dann 2022. Muss mal schauen, vielleicht mache ich zwischen den Jahren noch mal ein Video. Und ansonsten alles Gute für euch, habt vielen Dank, macht's gut, bis dann, tschüss.